wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Wir haben es mittlerweile schon 15.06 Uhr. Ja, wir müssen jetzt mal los. Ja, wohin, ey? Mara würde gerne was unternehmen, was ich verstehe. Ich würde auch gerne was unternehmen. Was ist meine Idee? Du gehst tot. Nein! Ja, wenn es deine Idee war, dann darf ich auch. Nein? Doch. Du hast nur, wenn es deine Idee war. Was zur Hölle macht ihr da schon wieder beide? Mara, ist nicht da die Kekse reinstecken ins Glas. Malu? Hör auf. Mara hat mich ja gerade überredet, noch loszufahren. Ich habe jetzt hier zwei Pullis gefunden, die sind jetzt in der Mall of Berlin. Berlin City! Mal gucken, was wir jetzt hier noch so finden. Aber eigentlich wollte ich gar nichts finden, das ist das Ding. Jetzt gucken wir mal hier kurz ein bisschen. Ich bin gerade so völlig überfordert. Wir gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Mara hat mir eine Aufgabe gegeben, mal gucken, wie sie jetzt so zufrieden ist. Also so an sich sieht schon mal krass aus, oder? Ja, es hat nicht zu 100% geklappt, aber findest du nicht auch, dass weniger geworden ist? Ja, sieht schon noch komplett eigentlich. Aber es ist schon besser geworden, oder? Die wohl war sicher, aber die Flecken sind nicht weg. Abwarten. Mache ich das noch ein zweites Mal, aber nicht jetzt sofort. Aber es ist besser geworden. Aber sie ist schon mal schwärzer. Ne? Ich möchte die für morgen anziehen, ne? Ich kann einfach einen Hanfbananen haben. Ja, was? Wir haben eine Bananen. Ich will auch eine andere Runde. Mara, ich kann einfach einen Tanzer Fortnite nachmachen. Mara hatte blondierte Flecken irgendwie auf der Hose. Ja, weil du musst hier leise sein, bitte. Weil du mit deinem Zeug da rumgehantiert hast. Welches Zeug? Mit dem Bleichmittel, was du für meine Hose benutzt hast, wie die roten Flecken. Das zum Beispiel. Du hast mehrmals was geblitzt. Okay. Leute, ich habe gerade ganz spontan ein Hotelzimmer in Duisburg gebucht für von Samstag auf Sonntag. Voll geil, da kann ich mal ausschlafen. Wir machen unseren ersten Who Are You-Film mit einer Mutti, die ihr Kind wieder haben möchte. Was heißt das, wie wir gemacht haben? Was heißt denn Who Are You-Film? Naja, Who Are You, wer bist du? Ja. Wir fahren da hin und sie kann sich vorstellen und ihr Schicksal mit uns teilen, mit den ganzen Leuten. Und vielleicht ist da ja draußen jemand, der ihr helfen kann. Aber ich verrate jetzt nicht so viel. Es geht um eine junge Frau, die echt Probleme hatte und auch immer noch hat. Und den Rest, wenn alles gut läuft, seht ihr dann Sonntag. Das heißt, ich kann Samstag auch schaffen, weil um 4 Uhr losfahren und Sonntag auch. So ein tolles Wochenende hatte ich noch nie. Okay, ich mache jetzt hier noch ein paar. Ich muss aufräumen, ich höre Musik. Ja, ihr hört mich nicht. Wie sieht immer das Zimmer aus? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier aufräumen muss, oder? Ich rufe sie gleich nochmal an. Sonst hat sie ein Problem. So. Ich mache jetzt ein paar Kartoffelpuffer für Maris. Für Maris. Wenn ich Bananen hätte, ja. Ja. Dann könnte ich einen Tanz auf Fortnite machen. Guck den du da tanzt, nur mit Bananen. Machst du das hier in die Kamera laufen, oder? Nein. Was hat letztens mal wieder gehakt, ne? Papa möchte auch zwei Kartoffeln. Aber ich wusste das nicht, wir haben sie mal aufgerissen. Ja, super. Ja, hab ich ja nicht. So. Warum? Matthias auch. Okay. Erstmal heiß werden lassen. Hallo, ihr Lieben. Es ist so übles Wetter. Genauso übel wie meine Figur. Haare. Bei der ist, glaube ich, der haltbar gewesen bis vor 4 Tagen. Exquise Kräuter oder was? Oder, nee, genau, ich meine Kräuter unter Marmelade. Ach so. Ja. Hi. Also wir hatten ja hier gerade diese komische Finanzbegehung oder so, keine Ahnung. Wir haben fast gar nichts mitbekommen von denen. Wir sind hier einmal durchgerannt. Haben nur ein bisschen was fotografiert. Also nicht jetzt von unserer Einrichtung oder irgendwas, sondern von dem Haus. Ja, Matthias, sie rennt schon wieder mit der Verbindung raus. Wie sie dir wegrennt.
Ja, Matthias macht jetzt gerade Frühstückspause, der ist fleißig am Arbeiten. Du machst irgendwie wie viele. Ach nee, das sind ja bloß die Formate, das ist nicht das, was jetzt rauskommt, ne? Ganz viele Notizblöcke und Einkaufslisten und ach, was da nicht alles kommt. Wo setzt du dich jetzt hin? Jetzt kannst du dich hinsetzen. Ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt schon wieder 12 Uhr. Ich muss in anderthalb Stunden. Oh, das ist doch schon ein Mist. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Ich laufe jetzt schnell los, gehe noch was einkaufen. Ich muss jetzt mal meine Brille putzen. Ich gehe noch schnell was einkaufen. Gestern das Essen war ultra gut. Ich habe irgendwie Spinatnudeln gemacht und so. Das war voll gut. Nur ich muss jetzt mal kurz gucken gleich, was ich heute mache. Ich habe ja voll Lust auf Parmesan-Kartoffeln. Seit ungefähr 3 oder 4 Wochen. Scheiße. Ich komme einfach nicht dazu, diese Dinger zu machen. Ich weiß nicht, dass das hier nicht stimmt, ey. Na egal. Bei Aioli habe ich auch noch da, das würde also passen. Ja, ich muss mal gucken. Das Gute ist, wenn ich jetzt loslaufen würde, vielleicht schläfst du ja dann eine Runde. Willst du im Kinderwagen ein bisschen Haia Haia machen? Das ist eine gute Idee. So, einmal die Brille entfettet hier. Und jetzt alle. Oh nein, so zerkratzt du die Scheibe. Ist mir egal. Alles besser als vorher. So siehst du aus. Wow. Was ist los? Was? Ist der Papa ohne dich? Gibt der Papa dir nichts ab? Dieser Papa, ne? Gut, ich würde jetzt auch sagen, ich beende jetzt hier den Vlog. Ich fange jetzt gleich den neuen an. Willst du nochmal Hi sagen? Mama. Was möchtest du? Tacken. Ja, aber welchen davon? Kein. Ach so. Mama. Einen ganz kleinen? Den? Ja. Der? Magst du ihn kosten? Magst du ihn haben? Warte, ich mach dir den mal auf, okay? Gib her. Weil der müsste ja rein theoretisch mit 2 Hapsen weg sein. Warte. So. Nee, abbeißen, schnell abbeißen, sonst schmilzt das. Mmh. Gut, das was wir... Das war's ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bei uns geht's hier drauf und runter. Halli, tschüss. Was ist hier passiert, Mara? Mir ist deine Sahne ausgekippt. Was? Mir ist deine Sahne runtergefallen. Wohin denn? Da, hast du mich wieder sauber gemacht. Was war das? Ich bin aufgestanden und sie stand einfach hinter mir. Wird der Maris nicht umgeschubst? Außerdem. Sind wir jetzt nicht mal fertig? Nein. Du bist bei mir mit auch, ne? Nein. Mama? Ich wollte die Kartoffeln nicht essen. Aber ich will die Melonen, ich will wieder mit essen. Was hast du da mit der Soße gemacht? Ich hab da mal Gewürze reingehauen und die Sahne. Nein. Hast du noch Gewürze? Noch irgendwas da? Gewürz machen, Mara. Ja, hab ich nicht. Egal, das hab ich reingemacht. Salz, Basilikum und das und... Warum hast du keinen normalen Pfeffer genommen? Weil ich erst danach gemerkt habe, dass das falsch war. Okay. Kann ich euch jetzt noch was davon reinhauen? Nein, ja, das kannst du machen. So, und ich habe Parmesan-Kartoffeln im Ofen. Im Ofen. Also da sind auch noch. Ja, und dann gucken wir mal. Ich bin gerade so völlig... Scheiße. Die zieht sich ständig aus, muss ich aufpassen.
Ich bin vorhin gelaufen und ich glaube, das war einfach too much bei den Temperaturen mit deiner Hose. Aber danach darf ich spielen. Oh, wer bist du? Oh nö. Ja, das war auf jeden Fall mit dem Laufen und dann habe ich bei Edeka nichts zu trinken bekommen, da an der Kasse an kleinen Getränken. Das war alles ein bisschen sehr blöd. Was hast denn du hier? Also ein bisschen. Sehr. Warte mal, warte mal, Maluschi. Du kannst dir auf Klassenfahrt übrigens aussuchen, wie viel Geld du mir mitgibst. Aha. Ja. Jetzt sind wir Kannst du mir das geben? Hä? Wo ist mein Glas denn schon wieder hin? Das muss hier irgendwo stehen. Mara, kannst du mir bitte nur mein Handy geben, kurz? Nein, das ist... Hinter mir. Hinter mir ist mein Handy. Wo ist dein Glas? Boah, ich muss eigentlich in, ich muss in 20 Minuten da sein, ne? Scheiße. Wo ist mein Glas? Mama. Ja, ich pack schon mal alles ein. Oh nein, ich hab keine Socken. Mara, es muss mir jetzt einen ganz großen Gefallen tun. Nein, ich hol dir keine Socken. Mama, ich mach uns gerade Essen, er kann mir jetzt bitte die Socken holen. Ich will gar kein Essen. Mara, du hast es gesagt, du isst was und du holst mir meine Socken. Ich ess das nicht. Kann er bitte meine Socken holen? Ja, macht er. Sneaker-Socken, kleine Socken. Muss ich denn noch? Ein kleines Paket in Socken, keine hohen Socken. Jetzt bitte, ich brauche sie jetzt. Los, lauf. Okay. Wieso muss ich die ganze Zeit... Sie macht dir was zu essen und du holst ihr Socken. Drei. Und wieso? Und wieso muss... Zwei. Lass mich doch mal... Eins. Mann, lass mich doch mal ausreden. Lass mich doch... Nein, du sollst nicht reden. Du sollst einfach nur ein paar schwarze Socken holen. Nein, Luna braucht Salate. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was... In meinen Klamotten, in mein... Ey, das ist nicht dein Ernst. Du gehst jetzt da runter zu den Socken und holst ein schwarzes Knäuel. Ich weiß noch nicht, was neu. Du wirst schon wissen, welche. Nee, und wenn du achtmal läufst, ist mir auch egal. Ich hab nicht so lange Zeit. Wenn du nicht jetzt innerhalb von 2 Sekunden wieder hier bist, dann darfst du heute mich nicht mehr spielen. Drei. Zwei. Hier herrscht gerade so viel Kinderchaos, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Ich rede gerade noch. Ja, du weißt. Maras hat am Freitag Sommerfest und ich habe mir die Wetter-App angeguckt. Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ich zeige euch kurz mal die Wetter-App für Freitag. Und ich habe gerade schlechte Laune und ist langweilig und ich möchte spielen und ich möchte alles nachholen. Also, falls man es jetzt gerade nicht sehen konnte, es ist wirklich von nachts um 2:70 bis 5:70 Uhr. Dann wird es ein bisschen besser mit 55%, 40, 45, 70, 60, 25% Regenwahrscheinlichkeit. Das ist mal richtig. Die hat die wieder ausgezogen, die Windel. Mama. Ach, Mann. Schon wieder ein Nackefrosch. Wie, ich will die Bahn gehen. Free the more! Feel free, baby! Warum machst du ihn jetzt wieder ran? Lass sie am Leben! Mama, ist Twitter. Oh. Ja, ich. Jetzt kann ich hier noch weniger filmen. Jetzt hat Maris endlich mal was an und jetzt ist die kleine Splitterfaser nackt hier. Normalerweise, den Bauch anzieht. Ja, normalerweise rennt Maris hier immer nackt rum, jetzt ist es die kleine. Also ich glaube, das ist auch so, dass hier die einzige in 8 Wochen manchmal sie mit dir die Nacken rennen. Ja. Warum ist mein 30 die Nacken rennen? Nee, ich kriege die Nacken, kriegen bald noch Verstärkung. Weißt du, wie die gerade gemacht hat? So. Den Gesicht gefunden. Komm mal bitte kurz her. Guck mal, wie die gerade gemacht hat. Komm mal bitte kurz her, ich möchte es mal einmal filmen. Ja? Komm mal hoch. Essen ist fertig. Ja, komm her. Wenig. Ich glaube, er kriegt schon wieder Hand, Mutter, Fuß.
Hand, Mund, Fuß, aber ich glaube. Hand, Mutter, Fuß. Aber deine Stirn ist auch voll. Okay. Komisch, das ist eher untypisch für Hand und Fuß. An den Händen und an den Füßen habe ich jetzt auch nichts gesehen. Ach, es muss ja nicht immer da auch mit bei sein. Mama, darf ich ein Glas haben? Mama? Nein, ich bringe das wieder weiter. Da hinten steht dein Glas. Das ist von gestern. Nein, hier ist nichts von gestern. Jasmin war da. Nimm das da los. Mara, du musst die Temperatur runterdrehen. Ja, ich muss jetzt gerade mal gar nichts. Das ist eh fertig. Ich buche mir gleich Urlaub. Alleine. 4 Wochen. Bahamas. Matthias weiß Bescheid. Ich sag jetzt auch erstmal nur Tschüss, weil ich will jetzt auch noch den neuen Vlog anfangen. Und hoffen, dass Mara hier ihr Kraut wieder wegräumt. Mein Handy. Ich muss in 15 Minuten da sein. Vor allem Mara, weißt du, wofür man eine Dunstabzugshaube hat? Genau für sowas. Guck dir mal den Schrank bitte an, Mara. Und hier. Ich habe mir gerade heißes Wasser über das Bein gekippt, okay? Ich habe gerade Priorität. Ich habe wahrscheinlich die Schlaustelle. 5 Wochen Bahamas. Hadi, tschüss. Okay.